Hallo und herzlich willkommen zurück in der Disaster Area zu einer neuen Folge Breath of the Wild. Mit dem Link hier natürlich. In der letzten Folge haben wir diese komische Knospe gefunden über dem Dorf Kakariko. Das ist ja, Moment, wo ist die Karte? Da. Wir sind jetzt hier über den Taronihi-Schrein nach oben gelatscht. Und ja, hier ist diese komische Feenquelle oder so. Vielleicht sollte ich mir das markieren, aber es kommt drauf an, was das jetzt letztendlich ist. Obwohl, ich meine, hier kann man ja auch Feen sammeln und so. Also, das sollte man auf jeden Fall schon mal stempeln, denke ich. Wie mache ich das denn? Mit dem Stern, denke ich, oder? Mit dem Stern. So, jetzt gucken wir mal, was das hier ist. Man kann es untersuchen, das ist schon mal gut. Ja. Aber gern. Große Fekatura, okay. Wie war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Du willst, dass ich dich dafür bezahle? Alter, große Feen werden immer mehr zu Schlampen. Und ich meine das nicht im Sinne eines Schimpfwortes, sondern tatsächlich Schlampen. Ich bitte dich selbst, ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Nur 100. Ja, nur 100. Lol, okay. Ja, du geldgeile Sau. Hier hast du dann noch eine Rubine. Hast du ein Glück, dass ich vor kurzem erst Sachen verkauft habe? Und. Sie kehrt zurück! So viel zur Quelle. Blubber, 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 blubber. Wow, okay. Also, ihr habt euch krass verändert. Das muss ich jetzt mal so sagen. Wirklich krass verändert. Ja, hi auch. Du schuldest mir wirklich was. Kleidung. Oh, das hört sich doch geil an. Das passende Material dann zu verstecken, das mache ich umsonst. Okay. Vielleicht brauchen wir dafür die Erze. Okay. Die kann man nicht verstärken. Achso, weil es die alten Dinger sind. Die kann ich auch nicht verstärken. Warum nicht? Da brauchst du. Oh, die Scheiße. Die Spurtlinge habe ich vor kurzem verkauft. Fuck. Oh, Mann. Und den Winterwams kann man echt nicht verstärken. Das ist gemein. Aber die Hylia-Hose könnte ich verstärken. Ich meine, wieso nicht? Ein Bocklinghörner haben wir sowieso en masse. Also, warum nicht? Bitte. Ich werde wieder angepustet. Jetzt kriegen wir noch einen Blowjob und dann ist alles wieder toll. Teil seine Beine klein und hier Rude. Der Torf schmiegt sich weich um die Beine. Die Macht der großen Fee hat die Abwehr um eine Stufe erhöht. Cool. Ja. Ah, okay. Du hast noch Schwestern. Okay. Du hast Schwestern, Tammy Moore. Ciao. Okay, also die großen Feen sind wirklich sehr anders geworden. By the way, ich brauche Spurtlinge. Ist das jetzt irgendwie hier markiert worden oder so? Nein, aber hier steht Quelle der großen Fee. Naja, ich lasse den Stern erstmal da. Wir gehen einfach mal weiter durch den Wald. Vielleicht finden wir ja die Spurtlinge, die ich brauche. Hier ist ein Rüstling, die sind auch gut. Spurtlinge, da sind ja auch schon die ersten. Die sind ja normalerweise immer an den Felsen. Also müssen wir klettern gehen. Das Problem ist, da komme ich nie und nimmer an einem hoch.
Ich bin in einem neuen Gebiet. Aha. Ah ja, ich sehe schon, okay. Wir müssen diesen Dings da hier rüber da rein bewegen. Richtig? Der muss nur irgendwie auch da rein passen. So. Yay, der nächste Croc. Die sind echt überall, die Dinger. Ja, Mann, her mit uns zusammen. Bye. Was ist das? Ah, okay. Keine Sorge, ich hab meinen Hammer. Hammer! Oh yeah. Ich habe übrigens immer noch nicht mit Salz gekocht. Ich vergesse das immer. Ob ich da hochkomme? Ich glaube ja nicht. Jedenfalls ist das nicht wirklich ein Bereich, wo ich hin will. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um die Schreine. Bisschen leveln. Ich bleib erstmal bei dem Bockstock. Aber jetzt haben wir wirklich schon ein paar wirklich geile Waffen am Start hier. Nur, ja gut, das Wächterschwert hat, hieß es, wird sehr schnell zerbrechen, aber dafür ist es auch ziemlich cool. Was ist das hier? Das kenne ich noch nicht. Eine Maxi-Rübe. Seltene Knolle, die auf sonnigen Wiesen wächst. Als Kochzutat füllt sie Herzen über das Maximum hinaus auf. Cool. Übrigens, sonnige Wiese. Sehr sonnig hier. Cool. So, hier sollte ich aber schon hochkommen. Das hier ist das Ding. Und es ist schon wieder abgehauen. Alter, hat mich der dazu bemerkt. Ich muss unbedingt rauskriegen, was das ist. Oh, was geht denn hier ab? Was ist das? Da muss wohl irgendeine Kugel rein. Die Kugel von Imper, oder? Ich meine, was soll hier sonst rein? Aber das kommt bestimmt später, oder? Ah, das ist garantiert so. Ich sehe jedenfalls sonst keine Chica. Murmel. Oh wow, die Berge hier sind schon echt imposant. Frag mich, ob da bei diesen Federfällen auch noch irgendwas ist. Der Federsee, ob da auch irgendwas ist. Aber Alter, das ist doch mal ein geiles Bild von Kakariko. Das sieht doch richtig cool aus hier. Hey, da unten ist Akira. Den habe ich total vergessen. Gut, ich würde sagen, Zeit für den Abstieg. Ob ich schaffe, auf dem Dach zu landen? Ne, ich glaube nicht. Ah, okay, wird knapp, wird knapp. Come on! Yes! Oh yeah, wir sind auf dem Dach. Nur leider kann ich hier nichts wirklich anfangen, oder? Na, vielleicht ja doch, vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Hoch da! Hallo! Hallo Akira, was geht ab? Also von hier aus habe ich eine deutlich bessere Chance, da hoch zu klettern. Oh shit. Autsch. So viel dazu. Voll abgerutscht, ey. Oh Gott, hoffentlich komme ich hier hoch. Sportling. Danke. Hit. Höp. Oh Gott, das hat weh getan. So viel zum Hochklettern. Mit dem Baum kann man nichts machen. So, ich würde sagen, wir greifen uns Epona und gehen in Richtung von diesem roten Dings, der roten Markierung.
Los geht's! So, wo genau? Und hier ist noch eine Brücke oder so wohl. Komme ich da über... Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Ich fürchte, da werde ich nicht runterkommen. Aber wir können ja mal gucken, was hier ist. Oh, ich kann auch vom Pferd springen, okay. Genau, was das hier alles für Steine sind. Ist das denn ihre Art Friedhof? Hier ist ein Eisenhammer versteckt. Aber ich habe ja noch einen. Vielleicht sollte ich die austauschen. Weil meiner ist bestimmt schon etwas beschädigt. Wow, ist das hier tief. Boah, da hinten sehe ich ganz viele Schreine. Das ist der, den ich markiert habe. Aber da ganz hinten ist noch einer. Aber der ist mir jetzt schon wieder zu weit weg. Soll ich hier runterjumpen? Oder lieber nicht? Ich frage erstmal Impa, ob ich denen ihre Murmel ausleihen kann. Das habe ich jetzt fast vergessen. Weil ich glaube, das ist wirklich das, was wir brauchen. Was essen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Sollte ich vielleicht mal tun. Nehmen wir einfach gerade hier so einen Pilzspieß. So. Da sind wir wieder. Siehst du, Akira, alles kein Problem. Dude. Ich brauch deine Murmel. Ja. Okay, sie will mir das Ding absolut nicht übergeben. Da muss man wohl tatsächlich, dann ist es vielleicht tatsächlich irgendein Storypunkt oder so. Hey, was machst du da? Das Juwel. Ich brauch das. Gib her. Dem vom Juwel auserwählten wird der Segen der Alten gewährt. Aha. Der Familienschatz. Okay. Ja, also. Der Auserwählte? Hallo? Hallo, ich bin Link. Ich bin der Auserwählte. Ja, das ist mir bekannt. Ja, fucking Traitor. Ja, das ist klar. Oh, die habe ich schon selber gefunden. Danke. Erzähl mir etwas über dich. Ja, eigentlich so nicht. Ja, also, hallo, ich bin Paya. Ich habe eine Mutter mal von meines Papaya-Samens. Deswegen heiße ich Paya. Es ist eine empfindliche Stelle. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Na gut. Also, mit an das Juwel komme ich noch nicht dran. Ich sage aber schon, dass das meine Quest so bereichern könnte und so, ne? So, Akira. Wo geht's eigentlich hier hin? Probieren wir das doch einfach aus. Reiten wir einfach den Weg zu Ende und schauen, was da noch ist. Ja, ist ja gut.
Ich wollte nur schneller, weißt du? Dann kommst du schneller aus dem Regen raus und so. Okay, nicht wirklich, aber naja. Wissen Pferde ja nicht. Ja, scheinbar doch. Ach, hier ist ein schlaues Pferd. So, bis zur blauen Markierung ist es noch weit. Was ist das hier? Warte, Akira. Warte. Warte, habe ich gesagt. Das sieht verdächtig aus. Nimm das! Boom! Eine Truhe. Ein Topaz, cool. Das ist doch nice. Okay, und weiter geht's. Hallo. Wie die hier stehen, ey, wie die drei Musketiere. Wer kommt da angerannt? Ist das gescriptet? Hallo. Ach, Rick ist das. Ja, das weiß ich. Da ist ein Sportdingens. Sportling, den will ich haben. Wie viele brauchte ich davon nochmal? Drei? Oh, schon wieder. Ah, jetzt werde ich das Ding nicht mehr los. Na gut. Darf ich? Danke. Könntest du bitte von meinem Pferd weg? Ich will das nicht versehentlich in die Luft jagen. Ja, weg. Ich werde jetzt so lange liegen, bis ich das Teil echt in die Luft jage. Und dann kann ich auch irgendwann mal noch ein neues holen. Fliegt das irgendwann? Ich weiß es nicht. Wie viele von den Dingern habe ich jetzt? Zwei. Ich glaube, ich brauche drei. Also später wiederkommen. Hier sind Ziegen. Pass bloß auf. Ich will nicht, dass du hier runterfliegst oder so. Wer läuft denn da? Wer mit seinem Packesel? Oh, was sind das für Dinger? Bockblind auf Pferden? What the fuck? Okay, okay, here we go. Komm her! Das erste Mal Kampf zu Pferd, ey. Das war was ganz anderes. Au! Schnapp dir! Akira, wo zur Hölle galoppierst du hin? Komm her! Bam! Dem haben wir es gegeben. Okay, Akira, ich glaube, hier trennt sich erstmal unsere Wege. Denn da vorne ist Wasser. Und es ist verdammt tief. Okay, vielleicht kann ich hier runterreiten sogar. Und da unten ist die Brücke. Okay, versuchen wir es. Ich lasse dich ja schließlich im Stich, mein Kumpel, ne? Okay, hoffentlich geht das gut. Da ist ein Sportling. Den nehme ich jetzt natürlich noch mit. Halt, 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 warte. Hab, okay. Wir können weiter. Akira. Darüber. Da, so ist gut. Okay, here we go. Was zur Hölle ist das? Das sieht nicht gut aus. Autsch! Holy shit, macht das Damage! Ich sollte es nicht unbedingt mit einer Metallwaffe treffen, oder? Autsch!
Irgendwie sollte ich, habe ich das Gefühl, ich sollte es mit gar nichts treffen. Nimm den. Oh shit. Ein seltener Fund. Der Flügel selbst erzeugt keine Elektrizität, knistert aber noch ein wenig. Somit Insekten kann er zur Medizin verarbeitet werden. Ich glaube, ich habe ein Problem. Okay, kommt her. Was? Das sind Exaforce, what the fuck? Okay. Das hat nicht so echt funktioniert. Das Kampfsystem hat versagt. Moment. Oh, es sind Pilzen! Okay, jetzt können wir. Du hast dich verfehlt, Bitch. Nein, 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 lass das. Lass das. Den. Exalfos-Knochen. Eines Stahl-Exalfos, der einfach keine Ruhe geben will. Es ist beunruhigend, wenn man ihn auf dem Rücken trägt. Dient zur Not als Waffe, ist aber sehr zerbrechlich. Ach, das ist vieles von uns. Exalfos-Sporne, ganz viele. Oha, was ist das? Unser Reiseschild. Exalanze. Die am weitesten verbreitete Lanze unter Exalfos. Charakteristisch ist die schartige Spitze. Wegen ihrer geringen Haltbarkeit keine sehr verlässliche Waffe. Irgendwas, was wir dafür entwehren können? Den Knochen halt. Der ist sowieso etwas creepy. Den kann ich gerne hier lassen. So. Lanzen sind ja nicht sehr stark, ne? Aber dafür können die halt super schnell zustechen. Ich meine, guckt euch das an. Das ist schon geil. Okay, Akira, weiter geht's. Kann ich auch von hier aus? Ja, das geht, cool. So, fast da. Oh Gott, Akira, hoffentlich kriegst du das hin. So, die Sache mit Pferden, wenn die einmal stürzen, dann war's das. Ja, okay, Akira will wirklich nicht darunter. Ja, komm, du hast recht. Weißt du was? Ich laufe den Rest einfach. Ciao. Oh, das ist noch so ein Scheißteil. Hep. Okay, mit der Lanze ist das kein Problem. Da kommt man locker an die dran. Mit anderen Waffen war es nicht so einfach. Der hat so eine hohe Reichweite, da kommt das Vieh gar nicht erst an mich dran. Pilz. Und jetzt runter da. Hui. Oh, ist das schön hier. Blumensandbank. Hey. Yo, ich will in den Schrein. Okay. Machen wir. Wir treten auf nichts, versprochen. Das ist ein Blumenlabyrinth, what the fuck? Hier rum. Hau ab! Weg da! Schleims sind hier auch. Da ist ein Speer oder so. Weg da! Weg da! Gib mir auch einen Schleim. Fast geschafft. Okay, das schwerste Laborant ist es nicht. Willst du mich verarschen? Willst du mich echt verarschen? Okay, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Geschafft! Hirohira-Schrein. Das war nicht so schwer.
Aber mal was anderes. Die lässt sich halt immer irgendwas einfallen, das ist echt cool. Das ist definitiv schon jetzt eines der innovativsten Level-Systeme überhaupt, halt das über diese Schreine zu machen. Hat ein bisschen was von Metroid, wo man halt Energy-Tanks und so finden muss, dass man hier halt. Das ist nochmal was anderes. Aber es ist cool. Folge dem Strom. Bin dem Strom gefolgt, hier ist nichts. Meh. Hier oben ist bestimmt auch nichts. Ne. Ich nehme mal Stasis-Modul. Ich glaube, das kann mir hier helfen. Jetzt müssen wir nur auf dieses blöde Floster warten. Alter. Plötzlich der Stuck auf. What the fuck? Wo kommst du her? Bitte nicht, während ich mitten in der Aufnahme bin. Das ist lästig. Wir warten. Wir warten immer noch. Und hepp. So weit, so gut. Okay, das wird jetzt schon etwas schwieriger. Aber leider sind wir hier auch schon wieder am Ende der Episode. Ich schau mal gerade in den Ecken, ob da nicht irgendwas rumliegt. Nein. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn wir versuchen hier an diesen Strom, durch diesen Strom hier zu kommen. Ich verabschiede mich und wir sehen uns.